Mit diesem Video erreichen wir die Halbzeit und wir stricken als nächstes die Runde 18. Die beginnt mit einer rechts verschränkt, zwei links, einer rechts verschränkt, links, einer rechts verschränkt, zwei Maschen nach links kreuzen, eine nach rechts, eine nach links. Runde 18. Eine Masche rechts verschränkt, zwei Maschen links, eine rechts verschränkt, eine links, eine rechts verschränkt, zwei Maschen nach links kreuzen vorne, das heißt die dritte Masche von hinten links abstricken, dann die erste Masche rechts verschränkt, von der Nadel gleiten lassen, die zweite Masche rechts verschränkt und auch 2 und 3 von der Nadel gleiten lassen. Danach eine Masche nach rechts kreuzen, das heißt von vorne rechts verschränkt abstricken, die erste Masche von links abstricken. Und eine nach links kreuzen, das heißt die zweite wieder von hinten links abstricken, die erste rechts verschränkt. Eine Masche links, Mittelmasche rechts verschränkt, eine Masche links. Und wieder eine Masche nach rechts kreuzen vorne, das heißt von vorne in die zweite Masche einstechen, rechts verschränkt, erste Masche links und eine nach links kreuzen, das heißt die zweite Masche von hinten links abstricken, die erste Masche rechts verschränkt. Und als nächstes wieder zwei Maschen nach rechts kreuzen, das heißt 2 und 3 von vorne rechts verschränkt abstricken. Und die erste Masche links stricken. Und weiter mit Rippen, eine rechts verschränkt, eine links, eine rechts verschränkt und zwei links. In der zweiten Hälfte der Maschen gerade Runde, das heißt eine rechts, eine links. Bis zum Ende der Runde. Und weiter mit Runde 19. Eine rechts verschränkt, zwei links, zweimal rechts verschränkt links, zwei nach links kreuzen, zwei links, eine rechts verschränkt. Also die Runde 19. Eine rechts verschränkt, zwei links, eine rechts verschränkt, eine links, eine rechts verschränkt, eine links. Zwei Maschen nach links kreuzen, das heißt die dritte Masche von hinten links, rechts abstricken. Wir sind in einer ungeraden Runde. Die erste rechts verschränkt, von der Nadel gleiten lassen, die zweite rechts verschränkt. Zwei Maschen links, eine Masche rechts verschränkt, eine Masche links, eine Masche rechts verschränkt, die Mittelmasche, eine Masche links, eine rechts verschränkt, zwei Maschen links, und zwei Maschen nach rechts kreuzen, das heißt die Maschen 2 und 3 von vorne rechts verschränkt abstricken. Und die erste Masche rechts verschränkt abstricken.
Danach eine links, eine rechts verschränkt, eine links, eine rechts verschränkt und zwei links. Und die restlichen Maschen der Runde, eine rechts verschränkt, eine links. Wir sind in einer ungeraden Runde, das Rippenmuster also rechts verschränkt, links. Die Runde 20. Eine rechts verschränkt, zwei links, dreimal rechts verschränkt, dazwischen je eine links. Zwei nach links kreuzen, eine nach rechts kreuzen. In der geraden Runde kreuzen wir wieder über linken Maschen. Runde 20. Eine rechts verschränkt, zwei links, eine rechts verschränkt, eine links, eine rechts verschränkt, eine links, eine rechts verschränkt. Zwei Maschen nach links kreuzen, vorne, das heißt die dritte Masche von hinten links abstricken. Ich habe dazu jetzt übrigens ein eigenes Video gemacht, nur für diese Masche. Und die erste Masche rechts verschränkt, die zweite Masche rechts verschränkt. Und gleich wieder eine nach rechts kreuzen, das heißt die zweite Masche von vorne rechts verschränkt abstricken. Die erste Masche links. Danach eine Masche links, die Mittelmasche rechts verschränkt, eine Masche links, eine Masche nach links kreuzen, das heißt wieder die zweite Masche von hinten links abstricken, die erste Masche rechts verschränkt und zwei Maschen nach rechts kreuzen. Das heißt, 2 und 3 von vorne rechts verschränkt abstricken. Und die erste Masche links. Danach weiter mit Rippen. Eine rechts verschränkt, auch wenn sie links da liegt. Eine links. Eine rechts verschränkt, eine links. Eine rechts verschränkt und zwei links. Die restlichen Maschen der Runde rechts, links. Das war die Runde 20. Noch zwei Runden bis zur Hälfte des Musters. Und gleich geht es weiter mit Runde 21, da ist nur mehr eine Kreuzung, eine Masche rechts verschränkt, zwei Maschen links, dreimal rechts verschränkt links, also rechts verschränkt links. Zweites Mal rechts verschränkt links, drittes Mal rechts verschränkt links. Und zwei Maschen nach links kreuzen, das heißt die dritte Masche von hinten links abstricken. Rechts. Wir sind in einer ungeraden Runde. Erste Masche rechts verschränkt und zweite Masche rechts verschränkt. Zwei Maschen links. Die Mittelmasche rechts. Zwei Maschen links. Zwei Maschen nach rechts kreuzen, also die Maschen 2 und 3 von vorne rechts verschränkt abstricken, nacheinander. Und dann die erste Masche rechts verschränkt abstricken.
Erst dann alle drei Maschen von der Nadel gleiten lassen. Und dann weiter eine links, eine rechts verschränkt, eine links, eine rechts verschränkt, eine links, eine rechts verschränkt, zwei Maschen links. Und die andere, also den Bündchenteil, den Rippenteil, eine Masche rechts verschränkt, eine Masche links. Immer abwechseln. Und schon sind wir bei Runde 22. Das ist die letzte Runde der ersten Musterhälfte bzw. die erste Runde der zweiten Musterhälfte. Und sie beginnt mit einer rechts verschränkt, zwei links, eine nach links kreuzen, dreimal rechts verschränkt und links dazwischen, noch einmal eine nach links kreuzen. Das ist nett, wenn ich dir das da zeige, wenn das außerhalb des Bildes ist. Da habe ich wieder nicht aufgepasst. Aber wir stricken es ja gemeinsam. Also Runde 22. Erste Masche rechts verschränkt, dann zwei Maschen links. Eine Masche nach links kreuzen. Das heißt, die zweite Masche zuerst von hinten links abstricken. Die erste Masche rechts verschränkt, danach eine rechts verschränkt, eine links, eine rechts verschränkt, eine links, eine rechts verschränkt. Und noch einmal eine nach links kreuzen, wobei wir die zweite Masche von hinten links abstricken, obwohl sie da rechts auf der Nadel liegt. Also zweite Masche von hinten links. Und erste Masche rechts verschränkt. Und zwei Maschen links. Die Mittelmasche rechts verschränkt. Zwei Maschen links. Nun eine Masche nach rechts kreuzen. Die zweite Masche von vorne rechts abstricken, rechts verschränkt. Und die erste Masche links abstricken, obwohl sie rechts auf der Nadel liegt. Danach eine Masche rechts verschränkt, obwohl sie links auf der Nadel liegt, eine Masche links, eine rechts verschränkt, eine links, eine rechts verschränkt und noch einmal eine Masche nach rechts kreuzen, also von vorne in die zweite Masche einstechen und rechts verschränkt abstricken und die erste Masche links abstricken. Und zwei Maschen links. Und weil das eine gerade Runde war, stricken wir die Rippen einfach rechts, links. So, wir haben die Mitte unseres Musters erreicht. Jetzt kommt das Ganze noch einmal mit den Ecken nach innen gewendet und dem Netz nach außen. Davor zeige ich dir aber noch, also bevor wir mit dem Muster während wir mit dem Muster weitermachen, ab dem nächsten Video zeige ich dir dann, wie wir den Daumenkeil stricken. Ich sage dir dann auch noch dazu, ob du schon weit genug bist. Das besprechen wir dann. So, du kannst dieses Muster, wie du hier siehst, auch nur zur Hälfte stricken, wenn du nicht so viele Maschen anschlagen kannst, also wenn du dickeres Garn hast. Aber dazu gibt es auch eine Strickschrift.